Zentralschweizer Fasnacht 2015 auf Tele 1. Mit dem Schutzengel-Treff vom Konfisseur Bachmann. CSS-Versicherung, ganz persönlich. Barerbier, ein Stück Heimat. Avia Schätzle AG, über 100 Tankstellen in der Zentralschweiz. Benediktschule Luzern, Erfolg ist lernbar. Und Koch Panorama Garage, Ihre Jeep- und Subaru-Partner. Mit dem Urknall am 5. ist es nicht nur der Startschuss für alle Guggenmusiker, dass sie jetzt endlich loslegen dürfen. Es ist auch der Moment, wo sich die Guggenmusiker nachher in der ganzen Altstadt verteilen und die Stände zum Besten geben, wo sie eben lange geübt haben. Und ganz in der Nähe von uns hat sich auch eine Guggenmusik parat gemacht und beziehungsweise ist bereits am Spielen. Und dort wollen wir jetzt einen Moment reinhören. We'll be right back.
Noch ist nichts zu spüren, dass hier jetzt denn schon gleich der Tag erwacht. Es ist immer noch dunkel und es ist immer noch sehr frisch. Allerdings haben sich die Strassen ein bisschen gelichtet. Es hat nicht mehr ganz so viele Leute jetzt hier auf der Strasse wie noch vor ein paar Augenblicken. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass sich die Leute meistens nach einer gewissen Zeit in die Beizen zurückziehen, weil auch dort drinnen geht einiges ab. Man kann nämlich nicht nur die Finger aufwärmen, sondern es lohnt sich auch hier oder dort reinzugehen, weil die Beizen sich auch etwas Spezielles einfallen lassen haben. Und jemand, der für uns unterwegs ist in einer Beize, ist der Michi Rauchenstein. Wir haben ihn in die Enten geschickt. Die ersten Fasnächtler sind hier in der Wirtschaft zur Enten. Es ist angerichtet für das grosse Morgenessen. Und bei mir ist der Wirt der Enten, der Urs Bieri. Urs, die Leute kommen langsam rein. So viele Leute sind es momentan noch nicht. Ist das üblich so an der Fasnacht? Es ist eigentlich üblich, weil das hat jetzt erst richtig angefangen. Der Luzerner ist noch etwas unterwegs. Der will noch wissen, was auf der Gasse rausläuft. Und jetzt schwemmt es dann langsam die Leute wirklich rein. Die Ente, das ist ja eine von diesen Beizen, wo die Urfasnächtler ankommen hier in der Stadt Luzern. Woher kommt das, dass sich die Fasnächtler hier bei dir treffen? Ja, uns gibt es seit 1988 die Wirtschaftsrente. Wir haben das eigentlich schon immer gelebt. Selbst der erste Geschäftsführer, den wir hatten, hier auf der Wirtschaftsrente, hat das sehr ausgelebt. Und das hat so einen Impuls gegeben. Dann haben wir den Kontakt zu den Vereinigten ab 1990 und dort haben wir jetzt den Stamm der Vereinigten bei uns im Restaurant, der immer am ersten Donnerstag im November anfängt und bis ab fast nach denen geht, jeden Donnerstag. Du hast mir jetzt vorher gesagt, du machst das seit 25 Jahren hier. Also du kennst die Fasnacht von Luzern in- und auswendig. Hat die sich auch verändert in den letzten Jahren? Hat sich recht verändert. Als ich hier angefangen habe, haben wir noch eigentlich das normale Restaurant praktisch betrieben, mit normalen Tisch und Stuhl. Mittlerweile sind wir bei Festbänken angelangt, viel Platz auch lassen, um nur an der Bar zu stehen. Und das Maskentreiben hat natürlich auch ein bisschen nachgelassen, das, weil einfach auch die Menge der Leute extrem zugenommen hat. Wenn man sich umschaut in der Wirtschaft zur Rente, sieht man, ihr habt natürlich auch dekoriert, ihr habt das Thema Back to the 80s. Wie kommt ihr jeweils auf diese Themen? Wir machen im Herbst immer so ein Kropflehrer. Das ist mit meinem Team, mit meinem Führungsteam und mit Kolleginnen, die sich da auch sehr engagieren, und meine Frau. Und da diskutieren wir uns ein bisschen durchdiskutieren. Das geht. Wir haben Dschungels gehabt, hier innen, Geisterschloss. Wir haben ebenseitige 18s zum Beispiel. Wir geben einfach immer ein Motto und das probieren wir umzusetzen. Zum Teil haben wir Guggenmusiker, die Jubiläum haben, die uns anfragen, ob wir ihr Sujet machen könnten. Wir hatten vor zwei Jahren einen Western-Salon, weil die wirklich Western als Motto hatten, die damalige Musik, die Jubiläum hatte. Jetzt kommen auch die Leute langsam rein, also es kommen immer mehr Leute rein. Was haben wir eigentlich für ein Programm jetzt hier in der Ente während der Fasnacht? Bei uns sieht es so aus, dass wir am Donnerstag vor allem nicht den Frühstück arbeiten können. Nachher geht es einfach durch bis am Morgen um 5 Uhr, 6 Uhr, je nachdem. Das Wetter ist auch ein entscheidender Faktor. Morgen haben wir, Freitagabend haben wir eine Verlängerung bis am Morgen um 2 Uhr mit Kleinformationen, die spielen. Am Samstag haben wir eine Verlängerung bis am Morgen um 4 Uhr. Für uns einer der schönsten Tage aufhängen, weil sehr viele Luzerner auch unterwegs sind am Samstagabend. Am Montag ist eigentlich der Fasnachtshöhepunkt mit dem Güdis-Montag, wo der heftigste Fasnachtstag ist. Und am Dienstag geht es nachher einfach noch mit dem Monsterkorso, wo die Leute bei uns direkt vor dem Restaurant anfängt. Natürlich auch noch ein Highlight. Du hast jetzt vorhin gesagt, morgen, das finde ich ein gutes Stichwort. Gehen wir mal schnell in die Küche schauen, was vorbereitet wird. Ich war gestern im Kanton Uri, da hat mir eine Wirtin gesagt, die arbeitet 50 Stunden teilweise am Stück während der Fasnacht. Wie ist das bei dir? Es sind nicht gerade 50 Stunden am Stück, aber es sind 24 Stunden, die ich hier mache. Und nachher läuft 4-5 Stunden rasch liegen und dann wieder die nächsten Tage, den alten Tag noch einmal aufbereiten. Es gibt noch viel zum Aufräumen und wieder zum Neuorganisieren. Es gibt immer Überraschungseffekte, die man einfach nicht planen kann. Und das müssen wir wieder machen. Und mit Freitag, Samstag sind noch zwei Fasnachtstage dazugekommen, die halt einfach auch intensiv sind. Zum Glück haben wir am Sonntag zu. Jetzt lasse ich unseren Kameramann, den Christian, noch schnell in die Küche hineinlaufen. Ich kann uns gerade noch schnell Bilder einfangen, was es da zum Morgen gibt. Und das ist dann vor allem auch der Morgen, den wir zwei jetzt essen. Kannst du mir noch schnell erzählen, was sind deine Köche am Vorbereiten? Am Morgen beim Frühstück laufen vor allem auch Rösti, Rühreier, Spiegeleier.
eher selten mehr, dass man ein normales Frühstück mit Konfi und Brot nimmt. Da will man schon recht wehrschaft reinsteigen. Und dann geniessen wir dem von letztes Jahr unseren Morgen der Wirtschaft zur Rente. Urs Bieri, danke, dass wir vorbeikommen durften. Herzlichen Dank. Ich auch noch eine schöne Fasnacht. Viel Vergnügen. Ganz gemein machen sie uns lustig mit dem Morgen. Wir stehen hier noch immer in der Kälte, aber wir haben es auch lustig, weil bei uns sehen da Haufen Guckenmusiken am Durchziehen. Und der Thomas Erni, der ist jetzt gerade bei einer Guckenmusik und hat auch einen Gast. Ja, und sie fängt gerade wieder auf ein Spiel. Plattlüs von Luzern. Und jetzt nimmt sie doch mal etwas Wunder. Die Guckenmusik hat noch immer einen Tambourmajor, der den Takt angeht, oder der Dirigent. Jetzt nimmt sie mal Wunder, ob so eine Guckenmusik eigentlich auch spielen kann. Ohne Tambourmajor. Ja, und sie spielen immer noch. Funktioniert auch ohne mich. Wie lange haben Sie da eingeübt, dass es so einfach von allein funktioniert? Ja, das sind ein bisschen einfachere Stücke, die für auch Umzug gedacht sind. Und irgendwann ist etwas drin und das funktioniert. Was ist das gerade für ein Stück, das eben einfacher sind? Highland Cathedral ist das. Das kann also wieder im Schlaf? Fast ja. Du hast Dampi, wie streng ist es eigentlich für dich im Gegensatz zu jemandem, der spielt? Wer hat strenger? Es ist nicht streng, es ist schön. Es ist schöne Musik dürfen zu präsentieren den Leuten. Und es ist wirklich wunderschön und es ist nicht streng. Euer Sujet dieses Jahr, ich sehe hier einen Heugüpper. Ja, nicht ganz. Das ist unsere Gottesanbeterin, die wir seit Jahren haben. Aber unser Sujet ist auch verschiedener Mumien. Also, dann hören wir euch ein bisschen zu und lassen dich wieder dirigieren. Komm mal, merci. Ja, wunderbare Klänge hier direkt am Schwanenplatz. Und bevor wir uns den Kirche zuwenden, ich habe es ja bereits angedeutet, dass wir auch einen Pfarrer noch werden haben, der etwas sagt zum Verhältnis Kirche und Fasnacht, machen wir jetzt noch eine kurze Unterbrechung mit ein paar schönen Bildern. Verabschieden wir uns in eine kurze Werbepause. Zentralschweizer Fasnacht 2015 auf Tele 1. Mit dem Schutzengel-Treff vom Konfisseur Bachmann. CSS-Versicherung, ganz persönlich. Barerbier, ein Stück Heimat. Avia Schätzle AG, über 100 Tankstellen in der Zentralschweiz. Benediktschule Luzern, Erfolg ist lernbar. Und Koch Panorama Garage, Ihre Jeep- und Subaru-Partner.